Hallo, liebe Leute. Heute möchte ich euch etwas vorstellen, mit dem ich gern arbeite, mit den Kindern auch arbeite, die Kinder auch gern selbst damit arbeiten. Das ist ein Material erstellt mit Hilfe der Figuren aus den Safari Tubes. Das sind einmal die Figuren der Wahrzeichen der Welt. Und die Sehenswürdigkeiten, da heißt die Tube Around the World. Diese Tubes sind von Safari. Die sehen so aus. Around the World. Und World Landmarks. In der einen 7, in der anderen 10. 7. Und 10. Ihr habt hier die verschiedensten Figuren. Ihr könnt sie ja vor mir hier sehen und auf dem Bildschirm wahrscheinlich auch ganz gut erkennen. Wir haben die chinesische Mauer, den Triumphbogen, Arc de Triomphe, den Tempel der Inschriften, Statue of Liberty, Empire State Building, Taj Mahal, den schiefen Turm von Pisa, Big Ben, das Parthenon, den Eiffelturm, die Pyramiden von Gizeh, die Maui-Figuren, Stonehenge, das Kolosseum, Mount Rushmore und den Tiantan Buddha. Dazu angefertigt habe ich dann noch Karten. Hier seht ihr einfach, das ist Material, das habe ich von der Safari-Website, habe ich einfach die Fotos, die die gemacht haben, nochmal zerschnitten. Ausgedruckt, aufgeklebt, sind nicht meine Bilder, will ich auch so nicht verkaufen, ist wirklich nur zum Gebrauch im privaten Bereich, könnt ihr euch gern selber basteln, daher die Idee, euch das zu zeigen, wer Interesse hat, macht es einfach nach oder macht es besser. Darunter steht nochmal der Name, auf der anderen Seite ein Foto, auch nicht meins. Wie gesagt, ich mache damit ja auch kein Geld. Das ist nur eine Anregung für euch zum Nachmachen. Hier gibt es natürlich mehrere Karten von. Was man damit jetzt machen kann mit diesem Material ist, dass ich stelle mal dafür das hier beiseite. Man kann jetzt die Karten einfach auslegen. Ich nehme jetzt mal hier nur die drei als Beispiel und dann ist das ein Zuordnen. Einmal habe ich hier das Bild mit dem Modell. Ja, die Kinder machen das gern, legen dann auch das Modell genau an diese Stelle, wo das Bild ist. Hier haben wir nochmal den und den. Ja. Das macht ganz viel Spaß. Es gibt nämlich dadurch, dass es so viele Modelle gibt, kann man wirklich einen großen Kreis damit auslegen und rumlaufen und lesen und schauen und überprüfen. Habe ich es richtig gemacht? Unter den Figuren steht auch nochmal, wie die heißen. So, dass es da auch nochmal eine Fehlerkontrolle gibt. Ich habe es hier halt eben nur in Großbuchstaben geschrieben, um das Lesen noch ein bisschen zu vereinfachen. Später werden die Kinder natürlich auch noch die kleinen Buchstaben lernen. Und das ist das. Eine andere Möglichkeit ist, einfach das Bild mit dem Foto hinzulegen und dann halt eben von dem Originalabbild das Modell zu suchen, hinzulegen. Nehme ich jetzt mal die anderen weg. Dann ganz kurz nicht, um das zu erklären. Und dann geht es hier darum, habe ich es richtig zugeordnet? Wenn ich der Meinung bin, ja. Modell runternehmen. Nachschauen. Ja. Eine andere Möglichkeit sind dann noch Lesekarten, die ich
gemacht habe, noch nicht ganz ausgeschnitten, wäre dann für welche, die schon sehr fortgeschritten sind, einfach zu sagen, ich habe hier, ich lese Big Ben, das ist dann für welche, die dann auch schon die Fremdwörter kennen, ja, wäre zum Beispiel dann, nehmen wir mal eins hier, wo man ganz klar lesen kann, den Eiffelturm. Das Kind sucht also den Eiffelturm heraus, sucht sich dann die Karte, wo das Wort auch draufsteht, beziehungsweise das Modell drauf ist. Entweder eben die Seite mit dem Foto erstmal suchen, da, das sieht aus wie dieser Turm, dreht um, vergleicht die Buchstaben und weiß, es stimmt, es hat richtig gelesen. Das ist die Idee dahinter. Und die haben wirklich, wirklich lange, lange viel Spaß damit. Es ist ganz frei, man kann es eben als Lese- bzw. Sprachmaterial benutzen, als Sprachmaterial einfach nur das hinzustellen, drüber zu sprechen, wie heißt das, wo kommt es her, wann wurde es gebaut, was für Kulturen gibt es dort, und so weiter. Man kann gut ins Gespräch kommen, aus welchem Material ist es gebaut. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die da einfach zu entdecken sind. Ich hole jetzt nochmal das Tablet hierher, dass ihr jetzt nochmal das Ganze nochmal sehen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt kleine Anregungen bekommen. Ist jetzt nicht besonders groß ausgefallen. Beispiele habe ich euch gegeben. Was euch noch einfällt dazu, könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Auch Verbesserungen gerne dazu schreiben. Ist nur eine Anregung von mir. Macht draus, was ihr möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen.